Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Oliver Schrank. Ich bin 39 Jahre alt und ich habe mich schon immer für Getränke interessiert. Ich sehe hier einige bekannte Gesichter, das ist schön. Ich bin hier heute da, weil wir am 20. August 2017 eine Brauereigenossenschaft gegründet haben, zusammen mit fast 80 Interessierten. Und mittlerweile sind wir 322 Mitglieder, stand gestern. Sie merken also, es kommt jeden Tag, wenn man rechnet, jeden Tag ein Mitglied dazu. Das wundert mich sehr, denn es ist ein bisschen abstrakt, eine Brauerei ohne eigenen Kessel bis jetzt. Uns gibt es quasi nur als Bier. Dieses Bier haben wir gebraut, zusammen entwickelt und am 5. September letztes Jahr gab es das dann schon. Und das ist das Einzige, das beweist, dass wir Bier brauen können. Und trotzdem kommen die Leute dazu, legen jeder mindestens 500 Euro auf den Tisch und werden Brauereimitglied. Das ist irgendwie beliebt. Kann man zu Hause sagen, ja, was machst du so? Ja, ich bin Brauereibesitzer. Und das zweite Bier, was wir entwickeln, das kann man am 20. Juli, also in 10 Tagen quasi, kann man das schon probieren. Ich sag nachher noch wo. Wir haben uns in den Kopf gesetzt, also ich erzähle erstmal kurz zu meiner Person. Ich bin seit 9 Jahren im Getränkehandel. Ich habe einen kleinen Kiosk in der Nordstadt und der hat sich immer weiter in Richtung Getränke und Bier im Speziellen, aber auch Brause entwickelt. Das haben meine Kunden einfach so verlangt. Und ich habe Bier aus aller Herren Länder. Ich fahre nach Belgien rüber und kaufe da Bier ein. Ich braue auch selber Bier. Ich habe immer ein Firmenjubiläum. Und dazu haben wir mit befreundeten Braumeistern immer mal wieder ein Bier aufgelegt. Und da ist die Idee daraus entstanden, das doch zu da ein Kontinuum reinzubringen. Und dann haben wir uns in den Kopf gesetzt, wir brauen mal selber Bier und machen eine eigene Brauerei und das ist gar nicht so einfach. Dann haben wir hin und her überlegt, was für eine Rechtsform nimmt man da und dann war ziemlich schnell klar, eine Genossenschaft ist das, was sich am sexiesten anhört. Tatsächlich ist eine Genossenschaft ein wirtschaftlich tätiger Verein zur Förderung seiner Mitglieder. Und das hört sich genauso trocken an, wie es ist. Es ist Vereinsrecht aus dem vorvorletzten Jahrhundert und entsprechend klobig und schwerfällig ist das Ganze. Wenn es in der Praxis aber läuft, macht es sehr viel Spaß. Außerdem, ich glaube, wir haben 150 Jahre Genossenschaften. Es ist irgendwie Raiffeisenjahr. Genossenschaften erfüllen eine der zentralen Forderungen von Karl Marx. Was ist die zentrale Forderung von Karl Marx? Produktionsmittel in die Hände des Volkes. Hey. Unser Motto ist, wir schmeißen zusammen, brauen Bier, trinken, was wir können. Den Rest verkaufen wir. Und wir haben bis jetzt ganz knapp unter 100.000 Liter gebraut. Das können wir nicht alles selber trinken. Wir haben tatkräftige Unterstützung von über 30 Läden, die uns aktiv verkaufen. Wir sind bei Edeka Wucherpfennig im Regal. In der Nordstadt gibt es diverse Kneipen, die uns auch vom Fass haben, auch von der Flasche. Und wer hat es schon mal probiert? Oh, das sind ja einige. Und, wie ist das so? Kann man es trinken? Da gehen ein paar Daumen hoch. Sehe ich auch ein paar Daumen unter? Das tut mir leid. Ja, und wir sind über Plan. Ich bin nicht so der Businessplan-Mensch und Zahlen und so sind nicht so meins, aber mein Finanzvorstand hat mir gesagt, das läuft sehr gut und wir liegen 30% über Soll. Und wir müssen den Plan jetzt anpassen, dann sind wir wieder auf Null.
Und wir sind jetzt 11 Monate ziemlich genau gegründet. Und mal gucken, wohin das führt. Das Ziel war eigentlich, eine eigene Brauerei zu errichten. Im Moment sind wir Kuckucksbrauer oder auch Gypsies. Wir mieten uns ein in einer anderen Brauerei. Das geht immer mal rund. Im Moment brauen wir das Flaschenbier in Altenau im Harz. Das Fassbier haben wir in Lauenau mal gebraut. Jetzt habe ich gerade letzte Woche 60 Fass abgefüllt in Sehende-Rettmar. Wir suchen uns Brauer, die gerade einen Kessel frei haben und einen Lagertank und zwingen sie mit Geld, uns die Kapazität zu geben. Und ich selber kann kein Bier brauen, aber ich tue das trotzdem. Stehe dann neben dem Kessel, habe ein Rezept da, das unsere Arbeitsgemeinschaften und sich ausgedacht haben. Wir sind eine Mitmachbrauerei. Es gibt von diesen über 300 Leuten sind tatsächlich 50 aktiv dabei, die sich in verschiedenen Arbeitsgruppen einbringen. Wir haben eine Abteilung Forschung und Entwicklung, da wird das neue Bier gebraut. Es gibt den Genussausschuss, da wird das Bier getestet. Da gibt es den Ausschuss für Technik. Die denken sich aus, wie die Brauerei, die wir dann mal errichten wollen, wenn genug Geld zusammen ist, aussehen soll. Die ganzen Abläufe denken sich schon durch, holen Angebote ein für Maschinen und Technik. Dann haben wir eine AG-Verwaltung. Da gibt es tatsächlich Leute, für die ist es ein Hobby, zu gucken, ob die Zettel alle in Ordnung sind. Respekt ist nicht meine Baustelle, aber ich finde gut, dass es solche Leute gibt. So, und dann habe ich das Rezept, stehe neben dem Braumeister, der braut das Bier für mich und ich ergänze sein gefährliches Halbwissen. In der Nordstadt liefern wir das Bier emissionsfrei aus mit dem Fahrrad. Wir haben uns dazu einen kleinen Lastenanhänger besorgt, der fährt von selbst. Man muss ihn nur mit dem Rad ziehen und dann gibt das, ja, der gibt selber Energie rein. Da ist ein Elektromotor drin, Carla Cargo heißt das Ding. Das heißt, in der Nordstadt können wir ausliefern ohne Auto. Das ist spitze, gerade jetzt sind überall Baustellen, man kommt nirgendwo durch, alle ärgern sich schwarz, außer mir, ich fahre dazwischen durch, finde ich super. Dann liefern wir auch über die Nordstadt hinaus. Ich habe eben eine Edekas angesprochen. Ich verhandle gerade mit verschiedenen anderen Kaufläden. Sage ich jetzt noch nicht zu. Die wären auch, glaube ich, gar nicht so erfreut, wenn ich jetzt zum Beispiel schon Rewe nennen würde oder Kaufland. Wir machen auch Auftragsarbeiten, das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte einen Braukurs haben, zum Geburtstag will ich mein eigenes Bier haben oder für meine Firma. Wir füllen nächste Woche für 2 Firmen unser Bier ab. Die haben uns ein bisschen Geld gegeben. Wer uns mehr Geld gibt, der kriegt auch sein eigenes komplett Bierrezept, aber muss dann halt auch so ein LKW voll abnehmen. Wenn wir erstmal selber gebaut haben, unsere Brauerei, die am liebsten in der Nordstadt, am liebsten am Fuß der Lutherkirche gebaut wird, aber wahrscheinlich realistischer ist es irgendwo in einem Nachbarstadtteil, wo auch mehr Industriegebiet ist. Dann können wir auch kleinere Chargen brauen. Dann gibt es ab 1000 Liter, kann jeder sein eigenes Bier herstellen lassen im Rahmen eines Kurses oder eines Nachmittags, wo er seine Freunde dazu holen kann. Und dann kann man von früh bis spät Bier brauen, Bier trinken, über Bier philosophieren. Und wer alles sagt, ist ja alles gut und schön, aber ich trinke gar kein Bier. Für den haben wir auch die Arbeitsgruppe 0 Promille. Da werden Brausen entwickelt und andere alkoholarme und alkoholfreie Getränke. Wir sind von unserem Ziel ungefähr noch 50% weg. Nach 11 Monaten finde ich das ganz gut. Wir haben die Hälfte des Geldes zusammen. Bei 320 Mitgliedern, wenn man das hochrechnet, bedeutet das also, dass wir mit ungefähr 650 Mitgliedern so weit sind, dass wir bauen können. Wahrscheinlich in eine Industriehalle, die schon bereits existiert, rein. Weil
dass schöne, freitragende Hallen sind und es günstiger ist. Wenn ganz viel Geld noch dazukommt, wenn jetzt jemand sagt, ich muss unbedingt mein Erbe, was ich gerade angetreten habe, in diese Brauerei einbringen, dann bauen wir vielleicht auch selber. Wir sind basisdemokratisch organisiert. Jedes Mitglied kann sich einbringen. Diese Arbeitsgruppen haben jeweils Sprecher und die Sprecher schicken Leute in die Dienstagsrunde, nennen wir das, weil das jeden Dienstag stattfindet. So eine Genossenschaft hat sogenannte Organe, die Pflicht sind. Dazu gehört der Vorstand, dem ich auch angehöre, der Aufsichtsrat, der den Vorstand kontrolliert, und die Generalversammlung, das sind alle Genossen miteinander, die tagen mindestens einmal im Jahr. So, und aus dem Vorstand, dem Aufsichtsrat und den Gruppensprechern besteht diese Dienstagsrunde, die alles bespricht, entscheidet, vorschlägt und dann beschließt. Und der Vorstand hat das umzusetzen. Da habe ich manchmal die Pappnase auf, wenn ich wieder denke, was ist das für ein Vorschlag? Aber so funktioniert Demokratie. Und ich glaube, das ist auch einer der Schlüssel, warum wir so einen Zulauf haben, weil jeder mitmachen kann, hier sich jeder einbringen kann. Ich beende dann solche Runden immer gerne mit Danke, ich glaube, es wurde jetzt schon alles gesagt, nur eben noch nicht von jedem. Wie sehen unsere Pläne aus? Das zweite Bier ist unterwegs. Es muss noch eine Woche reifen. Dann wird es zum Ausschank gebracht. Wir feiern Geburtstag am 20.07. Lutherkirche.